Wir gehen nochmal in das Leichtschwergewicht, das ist die Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm. Da stehen sich jetzt René de Ridder und Alexander Heinrich gegenüber. Zuallererst natürlich der Kämpfer für die blaue Käfigseite, René de Ridder. I'm like Chipmunks, man. I got this, yeah. Ja, die nächste Paarung, René de Ridder gegen Alexander Heinrich. Wir sehen hier René de Ridder, den wir bei der letzten Superior-Veranstaltung im Mai schon sehen konnten. Da hat er gegen den eben kämpfenden Michaelis Estratio durch einen Sidechoke gewonnen. Er ist ein sehr, sehr starker Grappler, auch sehr beeindruckt im letzten Kampf. Und ich bin gespannt, ob er heute auch wieder für ein furioses Finish sorgen wird. Ja, er kämpft für das Renzo Gracie-Team aus Holland. Und wie jeder weiß, ist Renzo Gracie einer der Urväter des Jiu-Jitsu. Und René de Ridder ist hier einer der Repräsentanten des Jiu-Jitsu. Und ich selber auch als Grappler bin hier wirklich gespannt, wie er sich heute Abend hier auf dem Boden präsentieren wird. René ist sehr, sehr groß, hat 1,93 Meter groß, hat deutliche, deutliche Größenvorteile in diesem Matchup. Ja, wir dürfen gespannt sein, ob er heute den Kampf den Boden verlagern wird und uns heute etwas mehr im Stand zeigen wird. Beim letzten Kampf ging es nicht wirklich lange, nur 1,5 Minuten, aber es war totale Domination und heute wird er wahrscheinlich das erste Mal etwas mehr getestet werden. Vor allen Dingen mittlerweile weiß auch sein Kontrahent Alexander Heinrich, dass René ein sehr, sehr guter Grappler ist und wird probieren, vermutlich nicht mit ihm auf den Boden zu gehen. Ob ihm das gelingt, werden wir hier in wenigen Minuten sehen. Er wird sehr, sehr fokussiert, ist immer noch nicht eingelaufen, nimmt sich seine Zeit, bereitet sich mental auf den Kampf vor. Bekommt hier gerade das grüne Licht von seinem Trainer und jetzt beginnt er hier in Richtung des Octagons zu laufen. Immer ganz, ganz wichtig, mit was so einem Lied so ein Kämpfer einläuft. Ab und zu benutzt man das Lied hier, um die Crowd, um die Leute auf seine Seite zu bringen. Ab und zu ist es was Persönliches. Man merkt aber, dass René hier wirklich in seiner eigenen Welt ist, dass er sich hier von dem ganzen Äußeren hier nichts anhaben lässt und wirklich hier mit seinen Gedanken im Kampf ist und hier einfach im Moment ist, was ganz, ganz wichtig für einen Kämpfer ist. Ja, definitiv. Wir haben es ja schon miterlebt, dass manche Leute sogar mit Headsets einlaufen, um andere Musik zu hören, um nochmal wirklich runterzukommen, die Crowd nicht zu hören. René braucht das hier nicht. Ist erfahren, abgeklärt genug. Hier wird nochmal alles abgetastet, ob nicht zusätzliche Flüssigkeiten am Körper befestigt wurden, die den Kampfverlauf beeinflussen können. Hier wird nochmal Vaseline aufgetragen, damit es nicht zu Schnittwunden kommt durch die Handschuhe. Und sein Gegner für die rote Käfigseite rufe ich zu mir in den Käfig, Alexander Heinrich. So, hier haben wir seinen Kontrahenten, Alexander Heinrich. Er hat eine 5:7 Bilanz aufzuweisen, ebenfalls mit 93 Kilogramm. Allerdings muss man sagen, dass er eine ganze Ecke kleiner ist als René de Ridder. Er ist nur 1,75 und hat dadurch deutliche Nachteile, was seine Reichweite angeht. Allerdings sieht man, dass er hier ein paar, ja, relativ breit aussieht. Ja, sehr muskelbepackt. Allerdings frage ich mich, ob René de Ridder in dem Fall seine Reichweite versuchen wird, im Stand auszuspielen. Oder ob Alexander Heinrich versucht, trotzdem zu grappeln. Alexander Heinrich muss auf jeden Fall mit seinen kürzeren Armen näher rankommen, um seine Schläge zu landen, um den Kampf zu beenden. Ja, Alexander Heinrich, früher auch in einer anderen Gewichtsklasse kämpft. Mit dem Alter verändert sich das auch immer ein bisschen hier, dass man dann nicht so gut Gewicht machen kann oder aufgrund der Umstände, ja, nicht mehr so trainieren kann wie früher. Ich nehme an, dass deshalb die Gewichtsklasse gewechselt hat.
Und ja, ich bin gespannt. Leute, die eigentlich früher in einer anderen Gewichtsklasse gekämpft hat, sind schneller. Ob er diese Geschwindigkeit mitnehmen kann, das wäre definitiv ein Vorteil. Aber es ist fraglich, was er hier mitbringt. Er sieht bei weitem nicht so austrainiert aus wie René de Ridder. Allerdings heißt das gar nichts. Ich meine, wenn man sich in der UFC zum Beispiel Cain Velasquez anschaut, der schleppt genauso viel Körperfett mit rum und hat trotzdem mehr Ausdauer und Schnelligkeit als seine Kontrahenten. Von daher müssen wir mal abwarten. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich auch hier beide Kämpfer vorstellen. Auf der blauen Käfigseite, 26 Jahre, 1,93 Meter groß, brachte beim Wiegen exakt 93 Kilogramm auf die Waage. Sein MMA-Rekord 4-0-0. Sein Team ist das Reinzer Gracia Team aus Holland. Meine Damen und Herren, auf der blauen Käfigseite aus Holland, René de Ridder. Ihm gegenüber auf der roten Käfigseite 30 Jahre, 1,75 Meter groß. Sein MMA-Rekord 5-7-0. Sein Team ist das Berserker Team aus Liechtenstein. Aus Deutschland, die rote Käfigseite, Alexander Heinrich. Auch hier dritter Mann im Ring, Herr Marco Brösen. Both on the rules, listen to my command. Protect yourself all times. Make a good match. Shake hands. Auch dieser Kampf ist angesetzt auf 3 Runden, 5 Minuten im Leichtschwergewicht. Gewichtsklasse bis 93 Kilogramm. Die Käfigtür ist zu. A real fight by Superior FC. Round 1. So, das ist die klassische Paarung Grappler gegen Striker, Bodenkämpfer gegen Standkämpfer. Ich bin allerdings gespannt, ob Alexander Heinrich versuchen wird, nah ranzukommen und gleich viel Druck macht. Sieht zunächst mal nicht so aus. Versucht erstmal auf Distanz zu bleiben. Sieht aber sehr leicht aus seinen Füßen aus. Und da kommt er schon rein mit harten Schlägen. Hier mit der rechten Overhand ist er schon gut durchgekommen. Man sieht allerdings, dass die Schläge doch ein bisschen kurz sind. René mit dem Jab hat doch deutliche Reichweitenvorteile. Er braucht hier definitiv die Kopfbewegung. Die Frage ist, ob er hier nicht ein bisschen stiff ist für die Kopfbewegung. Er bounced hier nur hoch und runter. Und der Jab von René kommt hier doch schon ganz gut raus. René mit einem schönen Fake. Bisschen unter Druck. Wechselt hier auch die Auslage, was ich sehr schön finde. Alexander ist hier schon leicht gezeichnet im Gesicht. Der Jab hat hier schon seine Spuren hinterlassen. Und schöner Double Leg Fake. Hat ihn unten sicher den. Muss aufpassen, dass er nicht gedreht wird. Ah, und da kommt er auch schon hoch. Schön von Alex gemacht. Sehr gut. Oh. Wenn Heinrich da die Hände nicht oben lässt, kann es auch sehr, sehr schnell aus sein. Selbst wenn es ein Striker ist. Ja, er darf auf keinen Fall vor ihm stehen bleiben, was er gerade leider macht. Er steht vor dem längeren Typen, bleibt da stehen. Die Hände zwar oben, aber ist auf keinen Fall auf Distanz, um zu treffen. Dazu sind alle etwas kurz. Die Hand war schon wieder etwas tief. Jetzt muss er aufpassen, dass es nicht schnell ist. Ja, da fehlt hier ein bisschen die Distanz. Die Beine weit fällt. Schöner Kick zum Körper. Ohne einen Inside-Low-Kick. Wir haben Paul hier bei der Head-Kick, von dem wir vorher gesprochen haben. Blutet hier schon aus der Nase, der Alex. Hat die Hände auch ein bisschen offen. Dann sieht es beim Körper ziemlich weit offen aus. Ja, und das erkennt Renier. Schöner Front-Kick zum Körper. Muss ja aufpassen, dass hier sauberer rausgeht, weil hier, boah, die Dinger treffen alle hier und im Rückwärtslauf ist es einfach schwierig, diese Schläge hier auch zu blocken. Sander haut hier den Vorwärtsgang rein und kommt hier mit ein, zwei Händen gut durch. Schöner Jab. Renier fühlt sich hier wirklich sehr wohl im Stand. Das kann man erkennen. Das finde ich schöner Lowkick. Sehr schön zu sehen, dass René hier wirklich stehen bleibt und merkt, dass er mit seiner, wow, was für ein Lowkick. Das hat man knallen gehört bis in die letzten Reihen hier. Ja, Alexander sieht schon echt gezeichnet aus. Versucht nur noch Bomben zu werfen, sieht jetzt schon müde aus und wir sind noch nicht mal bei der Hälfte von der ersten Runde. Das ist nicht gut. René macht hier wirklich Druck und er macht es hier wirklich gut. Alexander ist fast nur rückwärts laufen und das kostet noch mehr Luft. Und hier schon wieder der Luft. Das ist wirklich gut und jetzt schaut sich schon genau an. Geht die für einen Takedown. Alexander ist ja wirklich schon am Taumeln gewesen, rettet sich aber durch den Clinch. Aber in der deine Guillotine? Ja, das ist wirklich, jetzt ist es Renés Welt. Er muss hier, Alexander muss hier auf seinen Kopf aufpassen, weil das kann jetzt auch ruckzuck, kann hier der Sack zugemacht werden.
hält nur statisch ein Single Leg fest. Das ist nicht gut, da René hier das alles ausbalancieren kann, hier mit leichten Schlägen zum Körper. Die allerdings natürlich nicht wirklich wirken zeigen. Versucht wahrscheinlich nur die Hand durchzubekommen, um die Guillotine abzuschließen. Bin gespannt, ob er runter in die Guard wird oder ob er einfach nur... Der schafft es hier, sein Bein zu lösen, so wie es aussieht. Und hier geht hier schon raus. Hier, der linke Ampel. Da sitzen hier alle. Alexander muss jetzt was machen. Und Alexander schwer getroffen. Wie schaut es genau an? Das Problem ist, René rennt hier ein bisschen zu viel rein. Ab dem Moment, wo er ihn getroffen hat, leckt er hier Blut. Alexander schafft es halt nicht, ihn hier runternehmen. Das ist wirklich das Problem hier. René greift hier einfach um den Körper und blockiert es. Er scheint hier sehr, sehr müde zu sein. Er hat einen Kimura-Griff. Einen Kimura-Griff und versucht den Sitz zu nehmen. Und er schafft es, sein Bein einzuhaken. Jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis er den Rear Naked Choke abschließt. Ist noch etwas seitlich für den Choke. Ein bisschen weit oben, er ist stark über dem Kiefer. Mit der rechten Hand bearbeitet der Alexander. Kaum Gegenwehr von Alexander. Martin hat hier wieder den Single Leg. Er sollte sich lösen und versuchen hier etwas durchzuatmen, anstatt hier andauernd für den Takedown zu gehen. Greift hier wieder den Kimura, versucht hier den Kimura zu nehmen. Er muss aufpassen, dass er die Position nicht verliert. Und Alexander fast seinen Rücken gehabt. Und hier ein Schuss, das geht zum Körper. Boah, das rechte Knie. Oh, ich bin wieder. Alexander schwer gezeichnet. Ich bin mir nicht sicher, ob das weitergehen soll. So. Und er wird dann schon hart gebrochen. Was für Granaten sind da reingekommen? Hätte man das gedacht, dass René de Ritter mit wirklich so einem schönen und strategisch guten Striken hier Alexander auseinander nimmt? Ja, das Größen- und Gewichtsvorteil war einfach zu groß. Da freut er sich der René de Ritter. Wirklich ein verdienter Sieg und ich bin wirklich überzeugt von vielen. Er hat mich das letzte Mal schon mit seinem Jiu-Jitsu überzeugt und jetzt habe ich auch gesehen, was er hier im Stand zu bieten hat. Und gut ab. Ja, es war von der ersten Sekunde eigentlich eine komplette Domination von vorne bis hinten, sowohl im Stand als auch die kurze Zeit, wo sie Grappling-Exchanges hatten, also den Austausch des Bodenkampfes hier. Ja, man hat einfach gemerkt, dass René hier einfach der versiertere Kämpfer hat und außerdem hat er noch einen körperlichen Vorteil auf seiner Seite mit der Distanz, der Agilität. Und ja, auch die Luft, die am Schluss hier ein ausschlaggebender Faktor war. Und hier das Ergebnis. Sieger durch TKO in der ersten Runde nach einer Kampfzeit von 4 Minuten 52. Die blaue Käfigseite aus Holland, René de Ritter. Aber auch dem Alexander Heinrich wird ein riesen Applaus. René, auch erst dir mal Glückwunsch. Wie fandest du den Kampf? Weil er war ja größentechnisch ja, anderthalb Köpfe kleiner als du. Danke, Esro. Aber Kek. Joram, was hit you? Give me next in belt, bitte. Aha, an die Veranstalter von Superior. Er hätte gern als nächstes bitte einen Telegramm. Was ist der Officer? Challenge for a belt fight? Nächste Mal. Beim nächsten Mal will er einen Titelkampf haben hier, der René van Ritter. Meine Damen und Herren, René van Ritter, unser Gewinner des zweiten Kampfes.